Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin es doch nur. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Catwoman. Offensichtlich. Das ist aber nicht nett, jemanden zu retten. Du wirst bluten wie eine tote. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Tja, der eigentliche Grund dieses Besuchs ist ja nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Catwoman zu sagen. Ich habe ja nach Arkham Asylum gesagt, wir spielen Batman Arkham City, aber das war eine Lüge, wir spielen Catwoman. Knacken wir mal den Safe. Knackeli knack, knack. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Was haben wir denn hier? Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Ups. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die
die Gesellschaft und sich selbst vermissen lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden Sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft sein, die Sie nicht respektieren. Sie wurden von den guten Menschen in Gotham getrennt. Ihre Taten haben dazu geführt, dass Sie hierher geschickt wurden. Sie haben das Recht auf ein normales Leben verwirkt. Damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play. Nicht Catwoman, sondern... Ach komm, wer hat sich vorher davon in die Ohren füllen lassen? Ja, ihr kennt den Titel. Batman, Arkham City. Während Sie sind, werden Sie den Bestimmungen von Arkham bis ins Detail folgen lassen. Diese Regeln stellen Ihr eigenes Überleben sicher. Regel 1. Kommt den Würmer nicht zu. Kommen wir mal. Ja, komm, komm. Endlich. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Ja, eigentlich schon. Helf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Willkommen! Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne! Du gehörst mir! Wieder auf den Boden! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Ja, spielen wir mit. Wayne, du gehörst in Reihe A! Hey, Wayne, ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Du arbeitest für den Pinguin? Hab ich. Was geht dich das an? Ich hasse den Pinguin. Brich seinen Kiefer! Na los! Hau ihm in die Fresse! Auseinander, meine Damen! Schlag ihn nochmal! Ich sagte auseinander! Sofort! Du bist der nächste, Wayne! Ihr zwei geht aus dem Weg! Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste! Weiter gegen Gefangener. Und du auf meiner, Deadshot. Die Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Ich verspreche nichts. Die Handschellen nichts. Können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Die Türen schließen. Ich kann nicht glauben, neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz, jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren, bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Solltest du aber. Sie versuchen uns anzuziehen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Na komm schon. Ich hab deine Sendung noch nie gemacht, Ryder. Aufstehen, Ryder. Na komm schon, Reporter. Ich sollte aufstehen. Ist das jetzt so vorhin, hätte es bei mir bleiben sollen? Wen haben wir denn da? Willkommen in der Hölle, Ruthie Boy. Licht aus, Geldsack. Und das war das Ende von Arkham City. Hallihallo, Mr. Wayne. Pinguin. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das? Nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Aber wir suchen es doch. Mit den Handschellen können wir nichts ausrichten. Die müssen ab. Zack. Er hat sie befreit. Wie hat er das gemacht? Ich bin eben besser als ihr.
gehörst du in den Müll. Von hier unten kann ich Alfred nicht kontaktieren. Ich muss weiter nach oben. Weiter nach oben? Aha, hochklettern. Aber vorher. Cobblepot. Sie ist als Rache. Nach oben. Noch ein bisschen weiter nach oben. Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Da hoch müssen wir. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz, obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ja, dann müssen wir es rausfinden. Was mich allerdings viel mehr interessiert ist, woher weiß der, dass wir Batman sind? Das weiß ja nicht jeder. Das ist ja nicht... Ist sie eingetroffen, Sir? Trivial. Gerade rechtzeitig. Ah, ja. Das ist eine kleine Ausrüstung. Dann wollen wir uns mal umziehen. Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Ja, unser kryptonischer Sequenzer, kryptografischer Sequenzer ist wieder dabei. Zukunft auf Übertragungsschlüssel. Schlüssel. Bevor wir das machen, hören wir uns mal die anderen beiden Signale an. An alle Einheiten, wir haben Informationen darüber, dass Bruce Wayne von Tigerwachen festgenommen und nach Arkham City gebracht wurde. Das ist Gordon. Damit sich die Sache nicht zu einem Justizskandal ausweitet, ordne ich an, dass Beamte des GCPD nicht länger Gefangene nach Arkham City bringen. Bringt sie ins GCPD, bringt sie in den Zoo, mir alles egal. Hauptsache, dieser irre Strange bekommt sie nicht in die Finger. Für Waynes Anwälte wird das eine einzige Lachnummer und ich habe keine Lust, mit meinem Budget den nächsten Urlaub von irgendeinem reichen Kerl zu bezahlen. Verstanden? Das wird's tatsächlich. Zentrale, melde weitere Festnahme. Holt mich hoch, ich bringe die Person rein. Aber gibt's Blackgate noch oder ist das immer noch abgefackelt? Also immer noch, ja. An alle verfügbaren Beamten, begeben Sie sich zum Vauxhall Center. Das ist der normale Polizeichatter, den kennt man ja. Guten Abend, Gotham. Hier spricht Vicky Vale. Vor ein paar Stunden haben wir Bilder gezeigt, wie Bruce Wayne festgenommen und nach Arkham City verschleppt wurde. Bisher gab es aus dem Büro des Bürgermeisters noch keine Stellungnahme dazu, wieso man so heftig auf einen friedlichen Protest reagiert hat. Was wird mit Mr. Wayne hinter diesen Mauern geschehen? Der international bekannte Playboy wird es dort mit Dieben, Mördern und Kannibalen zu tun bekommen. Hat er Überlebenschancen? Für Gotham Life berichtete Vicky Vale. Mehr dazu später. Ach, die liebliche Vicky. Macht sich so viel Sorgen um uns. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, das ist nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Mhm. Ich muss nach Catwoman suchen. Was war das?
Finde mit drin das Gerichtsgebäude von Two-Face. Da hinten ist es. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen zu dunkel. Wir spielen übrigens wieder auf schwer, falls sich das so fragt. Trotzdem sind die Konteranzeigen da, nicht so wie in Arkham Asylum. Dafür gibt es hier eine New Game Plus Einstellung, also ein New Game Plus. Das heißt, du spielst das Spiel durch und dann kannst du es neu beginnen, hast mit einer ganzen Ausrüstung sowas freigeschaltet. Der Nachteil ist natürlich, dass die Konteranzeigen verschwinden beim New Game Plus. Und ich glaube, ich mache es dann auch ein bisschen leiser. Obwohl, nö. Lass ich so. Passt schon. Also ich werde mir die Folge dann angucken. So, gehen wir erstmal ins Spiel zurück und versuchen mal unsere Freundin, das Kitty Cat, die Kitty Cat zu sammeln. Retten. Nicht sammeln. Hallo. Die Fledermaus ist hier. Ganz genau. Hast du Angst, Batman? Eigentlich nicht. Ich sollte das haben. Ein Kampf hier drüben. Na komm. Wenn ich fertig bin, erkennst du dich nicht wieder, Batman. Die Fledermaus tritt die Jungs zu Brei. Tötet ihn! Na, wenigstens sind sie solidarisch. Verdammt. Oh, Kacke. Na, war nicht so schlecht. Hätte besser laufen können. Ich bin noch etwas eingerostet. Ab ins Gerichtsgebäude. Das kommt wieder. Wir haben Arkham Asylum schwer durchgespielt. Wir kriegen auch das hin. Noch mal gucken, was für eine prekäre Lage unsere kleine Katze ist. Sehr schön, wie sie das Gerichtsgebäude in zwei Seiten geteilt haben. Eine kaputte und eine heile. Two-Face und so. Spricht. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gerichtssaal! Two-Face, Charakterbiografie. Harvey Dent, professioneller Verbrecher aus Gotham City. Blaue Augen, braun-graue Haare, 1,83 groß, 83 Kilo schwer. Das ist erschienen im Detective Comics Nummer 66, August 1942. Das wussten wir schon aus Arkham Asylum. Wer es nicht gesehen hat, guck's dir an. Und wie immer lesen wir uns die ganzen Charakterprofile und sowas durch, auch wenn es die Story ein bisschen unterbricht. Es ist immer besser, seine Feinde zu kennen. Der Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent war in Gotham City einer der wichtigsten Verbündeten von Batman. Dies änderte sich, als Dents Gesicht schrecklich durch Säure verkratzt wurde. Verätzt wurde.
Die Verletzungen griffen seine Psyche an und so entstand Two-Face, ein schizoides, kriminelles Genie, besessen von Dualität. Sein früherer Glücksbringer, ein Zweikick-Figur, Trick Silver Dollar, wurde bei dem Angriff auf einer Seite beschädigt. Für Dent ist er ein Sinnesbild seiner zerstörten Gesichtshälfte. Er wirft die Münze, um über das Schicksal seiner Opfer zu entscheiden. Two-Face ist dabei, in Arkham City aufzusteigen. Er trommelt für seine Gang zusammen, indem er bewährte Wahlkampftaktiken einsetzt. Auf der linken Gesichtshälfte schrecklich vernarbt. Meister im Umgang mit seinen beiden Kaliber 45 Halbautomatik. Kraft von Dualität und der Zahl 2 besessen, überlässt die Entscheidung über das Leben und Tod stets auf einer Seite verkratzten Münze. Die er hoffentlich niemals verliert. Gefällt dir schon besser. Willkommen, Insass von Arkham City. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Neue Gesichter für die Gang. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die Stadt uns. Wenn der Clown dann stirbt, herrschen wir hier. Die wollen Joker töten? Oder ihr geht jetzt einfach. Dann werden wir euch aufspüren und allesamt umlegen. Aber wir wollen nicht so negativ sein. Lasst uns Spaß haben. Das Schicksal hat uns ein Geschenk gemacht. Ein Geschenk, mit dem wir jedem zeigen, dass wir es ernst meinen. Und Sie, meine Damen und Herren Geschworenen, werden dabei sein. Hilft uns, einen Entschluss zu fällen. Sollen wir diese diebische Schlampe umbringen? Oder zulassen, dass sie es nochmal tut? Einen Teufel tun wir. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Hören wir uns ihre an, bevor wir urteilen. Legen wir sie um, dann ist Ruhe. Nun, wie lautet Ihr Urteil, hochverehrte Geschworene? Ist die Schlampe schuldig? Oder sollen wir etwa zulassen, dass sie noch jemanden bestiehlt? Na, spring, greif mir mal ein. Unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei. Das Urteil lautet Tod, Batman. So ein Mist! Oh, der schießt auf uns. Ruhe im Gerichtssaal! Wir werden dir wehtun, Batman. Ach ja, ich werde euch wehtun. Die Katze gehört mir, Batman. Mäh. Wir legen dich um, Fledermaus. Halt still, Batman. Abgewiesen. Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, ha? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlampe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie?
Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus, gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Ich frage, wie viel davon hat sie denn schon verbraucht, die kleine Catwoman? Dafür töten wir dich, Batman! Ach, halt die Klappe, Two-Face. Die Kugel ist 7 mm geschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Durch das Fenster? Das ist ja unglaublich. Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Ja, ein Kathedralenturm oder sowas? Dr. Biografie freigeschaltet. Joker. Hat kein Bild. Interessant. Unbekannter Name, professioneller Verbrecher aus Gotham, grüne Haare, grüne Augen, 1,83 groß, 72 Kilogramm schwer. Erster Batman-Comic war sein erstes Erscheinen im Frühling 1940. Ein wahnsinniger Superschurke mit weißer Haut, grünen Haaren und blutroten Lippen. Sein lächerliches Auftreten steht im krassen Gegensatz zu seinem chaotischen Naturell. Er verfügt über keinerlei Superkräfte, hat aber eine sehr gewalttätige Ader. Nach seiner letzten Begegnung mit Batman wurde der Joker nach Arkham City verlegt. Angeblich leidet er unter einer schweren Krankheit, die auf einer Titanüberdosis beruhen soll. Er tritt kaum noch in Erscheinung und lässt Quinn seine Befehle weitergeben. Ob das wieder einer seiner kranken Witze ist, weiß niemand. Ich glaub's aber fast schon. Ich meine, der Joker ist immer für was gut. Reueloser, mordlustige Wahnsinniger, überraschend stark im Nahkampf, unbekannte Vergangenheit, verfügt über verschiedene todbringende Waffen, die oft auf gewöhnliche Scherzartikel basieren, setzt ein tödliches Toxin, das die Gesichter seiner Opfer zu einem Joker-Grinsen verzehrt. Sein berühmtes Lachgas. Natürlich haben wir auch wieder Batman. Aber die lese ich nicht alle vor. Ich wähle die kurz an. Dann könnt ihr sie alle lesen. Dann haben wir Alfred, den Butler. Da haben wir Hugo Strange, nee, das ist der Pinguin. Die kennen wir ja alle schon. Two-Face, Vicky Vale, ich mochte die immer. Hugo Strange. Den lese ich irgendwann mal vor. Den lese ich irgendwann selber später. Ich finde heraus, von wo der Scharfschütze geschossen hat. Ort auf Karte hinzugefügt. Wir sind in Arkham City und Arkham City ist verdammt groß. Hallo, Two-Face. Na, Harvey? Du hättest mich töten sollen, Batman. Wir kommen hier raus. Wir kommen wieder. Sehe ich besorgt aus, Harvey? Solltest du sein. Uns steht nur das Schicksal im Weg. Wenn die Münze ihre Entscheidung fällt, dann stirbst du. Ja, genau. Na los, kämpfe wie ein Mann mit uns. Ich würde ihn ja gerne, aber es geht nicht. Gehen wir mal wieder aus dem Ding raus. Aus dem Gerichtsgebäude. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft.
Protokoll 10 in 10 Stunden. Wir wissen immer noch nicht, was Protokoll 10 ist. Vielleicht weiß der Joker was darüber. Die Tür ist versperrt. Er versucht abzuhauen. Verhindert es, halte die Tür geschlossen. Das mache ich doch. Da fällt mir eben ein anderen Weg raus. Na, da geht's nicht lang. Aber hier, ein Notausgang. Ist er noch da drin? Glaub schon, ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus und wir sind in Sicherheit. Wirklich? Was ist, wenn er einfach hinten rausgeht? Man kann hinten raus? Ja, Two-Face hat's mir gezeigt. Es gibt ein Kellergeschoss, ist voller Zellen. Da unten ist irgendein Kerl. Verdammt, und das fällt dir erst jetzt ein? Vielleicht sollten wir nochmal reingehen und uns den Kerl angucken, aber vorher verprügeln wir nochmal. Jemand. Na verdammt. Oh. Das waren alle. Oh, ne, doch nicht. Jetzt waren es aber alle. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge, für die erste Folge mit einem Stufenaufstieg. Wir leveln aber erst nächste Folge auf. Bis dahin. Tschüss.